Also auf jeden Fall. Ich finde halt. Ich finde es halt wirklich schade, weil ich habe mir ja mal die Taktik beim ersten Mal angeschaut, eine Zeit lang, gell? Das ist sau interessant, die Taktik, mit diesen Truhen etc. Da muss ich richtig anstrengen, dass der nicht eben in diesen verfrühten Rage-Mode geht, wenn ich es mal so ausdrücken soll. Und ja, wie du eben sagst, im Normalfall, wenn du eine passende Gruppe hast, die auch nicht unbedingt 2 FPS haben bei dem Bosskampf, weil das ist ja auch so ein Problem in manchen Innis. Oh, raues Schneemeer. Ach, was machst du schon wieder? Gehst du schon wieder mit den Mobs spielen? Du mit deinen kleinen Silberfüchsen. So, ich finde es halt, wie gesagt, ich finde es halt schade. Weil die Taktik bei dem ersten, die ist richtig cool. Beim zweiten weiß ich gar nicht mehr. Der einzigste, wo ich es echt nicht verstehe, ist der mit den Wirbelwinden. Weißt du, was ich nicht meine? Den, wenn du dieses Herz des Ozeans, wie du das heißt, behältst. Den verstehe ich nicht ganz, aber... Naja, was weiß ich. Oh, ich brauche noch Pelze vom jungen Ystra-Schnee. Was für ein Quatsch. Aber gut, so sieht das halt nun mal aus. Aber was meinst du, wie siehst du das jetzt gerade, die aktuelle Entwicklung von Runes of Magic? Sehr positiv. Und jetzt mal bitte ohne Sarkasmus? Ja, ziemlich genauso wie du. Auch eher negativ. Ja, es geht einfach bergab. Ja. Aber, oh, ich bin gestorben. Oh. Du hast mich umgebracht. Ich war's nein, nicht, dein, das war der Elch. Dein Bunker hat mich umgebracht. Na gut. Na, es hat halt auch mal Hunger, lass es. Ist ein liebes Bunker, es tut halt nur gern Leute essen. Ich hab's ihm schon 100 Mal gesagt, lass es. Aber es... Also nee, also ich hab die Hoffnung jetzt noch nicht aufgegeben. Also ich denke, GF kann es noch rumreißen. Wir müssen so erstmal anfangen. Aber das, ich glaube nicht, dass sie das noch machen irgendwie. Aber was weiß ich? Ich meine, das mit den Diamanten zum Beispiel, da wollten sie jetzt auch noch eine Lösung bringen. Noch das wollten gibt's sie ja auch noch nichts. Vor 100 Jahren wollten sie das doch schon. Wenn ich mich recht entsinne, oder? Wie bitte? Wollten sie nicht schon vor 100 Jahren eine Lösung bringen? Ja, eben. Das könnte jetzt mal so langsam umgesetzt werden. Eben. Oh, einen Topf brauche ich auch noch. Oh, den brauche ich zwar nicht, aber... Okay. Hast du ihn? Ja. Alles klar. Nee, aber ich sag ja, ich weiß nicht, ich halte davon mittlerweile irgendwie nichts mehr, weil es heißt dann noch, ja, wir machen das, oder auch, was war das von The Pit im Forum? Ja, wir werden zum geschlossenen Shop kommen oder zum geschlossenen heißen Stuhl, ich muss mal kurz verkaufen hier, irgendwie was machen. Ich habe bis jetzt nichts gesehen und hat ja auch an dem einen Punkt gemeint, ja, wir haben auf jeden Fall was geplant und wir werden da auf jeden Fall noch was machen. Und vor allem, ne? Ja, es wird niemals eine vierte Klasse geben. Zack, eine Woche später, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Klasse. Eben, natürlich, ich will da insoweit sagen, ich kann es natürlich verstehen, dass wenn er wirklich davon nichts, hau mal das jetzt weg. Wenn er nichts davon gewusst hat, will ich ihm das ja nicht mal mehr zu übel nehmen. Das kann dann natürlich passieren. Ja, aber das ist dann einfach auch wilde Kommunikation bei GF, oder? Richtig, genau. Das ist es nämlich, was mir in den Sinn, also in den Kopf kommt. Man kann der Community ja nichts versprechen, was man einfach nicht weiß. Dann sollen sie halt mal bei Moonraker oder bei irgendjemandem, der es weiß, nachfragen, was geplant ist und dann halt dementsprechend weiter kommunizieren, oder? Ja, so sehe ich das auch. Aber scheinbar kriegt man das nicht hin. Die haben sich wahrscheinlich bei GF alle nicht lieb. Die gehen wahrscheinlich hin und sagen... Ich mag dich nicht, ich kommuniziere mit dir nicht. jetzt hat er mal Schneefrettchenfell, muss ich behalten. Codes habe ich hier für Schneeaugen. So, ein bisschen verkauft. Gut, dann gehen wir jetzt mal ein paar Quests wieder abgeben. Naja, aber ich sag mal so, ich bin jetzt mal gespannt, was die Zukunft bringt. Ich glaube nicht mehr dran. Aber ich lasse mich auch gerne positiv überraschen. Aber im Moment ist es für mich also ziemlich, ja, nicht so begeistert. Wie noch ein TS? Ja. Ja. Ja, ich höre dazu. Manchmal ist es so still, da ich muss mein TS-Fenster mal offen. So, ich brauche jetzt noch 10 Schneefrettchen, junge Felle. Ja, aber gut, wollen wir mal über was anderes reden und nicht nur über die Apokalypse von Runes of Magic.
Zum Beispiel, wie ihr seht, wir machen hier nebenher so noch Quests, so ein bisschen, ja, weil wir es können. Ja, Quest. Oder wir drücken uns einfach ganz viele Sphären der Erfahrung rein, weil diese super tollen Instant-Sphären da für Level 50. Oh, gut, dass ich die nicht habe. Die gibt es nicht perma im Shop, zum Glück, den Scheißdreck da. Würde ich meinen Laptop nicht nehmen, bin ich ganz ehrlich. Würde ich meinen Laptop nicht machen, weil das ist so gefährlich. Dann nimmst du die falsche Klasse, bam, hast deine 85er Hauptklasse dann am besten noch auf 50. Ist ja schon passiert. Ja, aber ich erinnere mich noch an den Satz, entweder habe ich ihn zu dir gesagt oder du zu mir. Ich warte schon darauf, bis der erste Typ anfängt, sich außersehen falsch zu verwenden. Ja, ich glaube, im Forum gab es schon einen Fall. Ja, nicht nur einen, zwei glaube ich sogar. Ja. Oh, jetzt müssen wir im Frostholztal, oder was? Ich brauche noch junge Schneefrettchen und im Frostholztal. Lass doch mal schnell hier in den... Ah, wie heißt dieses Ding da? Diese Auferstehungskorridor-Dings da reingehen. Bisschen mehr Action hier reinbringen. Ah, das machen wir ein andern Mal. Das machen wir dann vielleicht im nächsten Part oder so, weil... Dieser Pulverschnee regt mich schon langsam auf. Pulverschnee? Ironie aus. Ich hab schon verstanden. Aber ich muss mein Anti-Aliasing ausmachen. Oh, hat ja gar keins. Was? Runes of Magic hat Anti-Aliasing? Schade. Ich dachte, es hätte was Sinnvolles drin, wie zum Beispiel Bugfixes. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, aber man sieht's ja jetzt auch, ich habe jetzt wieder mit Let's Play angefangen, endlich. Hab jetzt auch wieder die Zeit und die Lust. So, eins noch. Oh, da unten liegt noch ein totes Freundchen, Jungs. Ich glaube, ich habe alles. Nee, wie gesagt, ich denke mir einfach, weißt du, irgendwie... Na, ich kann das nicht so in Worte fassen. Ich finde es irgendwie traurig, was mit dem Spiel gerade passiert. Oh. Naja, gut, jetzt aber, ich wollte was anderes. Ich habe gerade irgendwie komplett was anderes gerade im Kopf gehabt. Nein, also ich habe jetzt wieder mit dem Let's Play angefangen. Hab jetzt wieder mehr Zeit und auch Lust, muss ich dazu sagen. Irgendwie. Und ich habe mir jetzt überlegt, weil... Was mich ja bis jetzt verwundert, ich bin ja ganz ehrlich, ist ja, dass die Nachfrage nach einem Runes of Magic Let's Play so hoch ist. Ich habe das wirklich beim meinem Laptop nicht geglaubt. Dass ja, ich mal... Ja nicht so viele, ne? Ha, abgesehen davon, weißt du, es gibt ein, zwei gute. Ich mache zwischen Englisch und Deutsch mal keinen Unterschied, weil... Für mich ist das irgendwie mittlerweile gleich geworden. Also vom weiß sie sich, man versteht es halt irgendwie, ohne nachzudenken. Und so von den Views her? Von den Views? Oh, das sind meine Runes of Magic Teile. Achso, meinst du jetzt die anderen Videos? Ja. Oh, warte mal, irgendwas muss ich jetzt machen mit diesem Bärhus. Ich muss die nicht killen. Was kommt denn besser an, so das Englische oder das Deutsche? Ah, das kannst du, musst du in Relation sehen. Englisch schauen mehr Leute an, logischerweise. Wir kommen dann wechseln auf Englisch. Nein. Nein. Hä? Warum kann ich... Wieso stirbt er nicht? Ah, jetzt. Hä? Hä? Warte mal. Diese Geheim besitzt eine mystische Gattung. Was muss ich denn? Ich dachte, ich muss Bärhus einfangen. Dass ihr 5 Wildbärhus beschafft. Kristalle mit eingeschlossen magische Kristallkugel. Das ist die hier. Also ich... Das ist ein Wildbärhus. Warte mal, ich mach mal Whitehead. Ich will jetzt mal was wissen. Ich glaube, die muss unter 50% bringen und dann diese Kugel drauf anwenden, oder? Ja, genau das meine ich, deswegen. Mama. Hab die habe ich auch noch irgendwo. Hab's. Oder? Oh, warte mal. Ah, ich hätte das fast gefangen. Okay, nochmal. Was, wie macht man das? Ach, das ist der Kopf. Jetzt erkläre ich dir das. Du machst das, du haust das runter und zum Beispiel jetzt ich eben mit Whitehead. Ja? Das haust du unter 50%. Dann wichtig, F1, F2... Oder, und dann wieder antappen, dann greifst du es nicht automatisch an und dann fangen. Weil wie fange ich das? Mit Rechtsklick auf diese magische Schneekugel. Ach so, okay. Komm mal her, probier's mal aus hier. Na warte, ich probier's jetzt mal. Ja. Na, auf jeden Fall, ich bin immer gespannt. Und vor allem, ob sie... Ah ja. Und jetzt hast du's. Hat wunderbar nicht geklappt. Ja, sonst pass auf, ich mach kurz meine fertig, dann hau ich sie dir einfach kurz mit Whitehead runter. Ich bin gleich fertig. Puh, aber ich sehe schon, ich muss mich trotzdem im Runes of Magic noch so ein bisschen wieder einüben. Also im Sinne vom Aufnehmen.
Aber gut, das musste mal ein bisschen, zwar oberflächlich, aber es musste jetzt mal ein bisschen angesprochen werden. Oh, er gibt mir einen Bärhut zu fangen, das ist aber lieb. Ich klicke diese Kugel an, aber da passiert nichts. So, jetzt. Jetzt anklicken. Ach, unter 30%, ah, okay. Nee, der war bei 31, du musst unter 50%. Moin! Ich hatte es unter 15. Meins. Nein. Oh, fuck. Nein, wir haben es so umgebracht. Irgendwie sind wir fail. Du bist der Fail. Und du das L. Ja. So, Angriff anhalten. So, mach mal nix, warte, ich hol sie dir. Total komisch irgendwie. Komm mal mit. Komm her. Warte mal. Hierher. Nee, warte. Das mache ich jetzt so. Oh, ich bring's dir mal mit einfach. So, passt. Hier ist eins. Nee, Hier. Und das einfach jetzt einfach. Und wer lootet die alle hier nicht? Und das hier und jetzt. Ja, rechts liegt auf die Kugel. Geht nix. Hast du Sammel? Der Gerät geht nix. Steht da ungültiges Ziel dran oder was? Nee, das geht gar nichts. Wenn du auf diese magische Kugel. Ah, es muss mich angreifen. Steht es dran oder was? Ja, es muss mich angreifen. Ich muss die Akku davon haben. Sonst geht's nicht. Mhm, das ist natürlich schlecht. Das ist blöd. Warte mal. Ich kill's mit sowas nicht. Ah, ich kill's nicht. Sehr schön. Sollen wir auch durchspammen? Ah ja, okay, jetzt geht's. Jetzt geht's wunderbar. Ja, ja. Ich mach das jetzt einfach hier mit meinem Instant Cast. Jetzt sind sie lootable. Gut, dann machen wir die mal leer, damit das hier funktioniert. Gut, nö. Dann bin ich mal gespannt, was noch in der Zeit kommt. Gut, aber ich merke schon. Dreiviertel Stunde um. Wir haben trotzdem jetzt mal einige sagen können. Und da war gerade irgendwo ein seltsamer Händler, der mit mir gesprochen hat. Ach, sprechen wir mit dem einfach so lange mal. Ah, da hinten ist er. Nehme ich die Quest schon mal an. Ah, wir können nur hoffen, also auch von mir nochmal. Ah, jetzt hört auf, mir im Hamachi zu schreiben. Leute, ich bin noch in der Aufnahme. Oh, ich hab's jetzt auch fertig. Endet die Quest bei dir, oder? Wie bitte? Endet diese Kugel-Quest bei dir da hinten? Nee, die habe ich nur. Ich habe gerade eine andere. Ist das eine andere. Okay. Das ist dieses Carfmoors Ring, oder wie das heißt. Können wir in der nächsten Session ja vielleicht mal in den Korridor gehen, oder? Ja, genau, so habe ich mir das geplant. Carfmoors Ring. Ah ja. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück, weil in der Stadt gibt es noch was zum Abgeben und dann machen wir aber für heute Schluss. Sind jetzt drei Parts of Magic, aber. Boah, ich bin dieses viele Reden einfach nicht mehr gewohnt. Ich krieg das einfach nicht mehr gebacken irgendwie gerade, ich weiß nicht. Und ich finde auch... Ja, vorher mal einen Jägermeister trinken, dann geht das. Boah, du weißt, ich trinke nicht einen Tropfen Alkohol. Da funktioniert das nicht so mit Jägermeister. Okay, eine Kräuterlimo. Kräuterlimo. Ja, der Waldmeister. Das hört sich schon mehr danach an. Der Waldmeister Brause. Und was trinkst du so? Bier. Und du? Whisky. Und du? Wodka. Und du? Waldmeister Brause. Ja. Aber nur Ahoi Brause. Nur Ahoi Brause. Die billige hat mir zu viel Schaum. Oder was? Die schäumt mir zu arg. Genau so. Oh. Och, Mann. Oder Brause durch die Nase reinziehen und dann hinterher einen Shot Wodka. Das drückt. Das drückt nicht nur, das ist krank. Und, was wiederum witzig ist, ist Kaffeeschnupfen. Oh, hab ich noch nie gemacht. Und dann Wasser trinken. Heißes Wasser oder was? Und dann trinkst du Kaffee. Ja, genau. Hast du mal eine Tasse Kaffee? Ah, jetzt schon. Irgendeinen hier soll ich ansprechen, hieß es in laut irgendeiner Quest. Oh, egal, ich hab hier bei allen noch irgendwie mindestens 3 Quests. Ich lass das mal lieber. Na, ich hink mit dem Level doch eh hinterher. Ja, 33? Und du Istra geht dann nur bis 35, oder? Nee, Istra geht bis 40. Ja? Also ich hab's damals mit 40 beendet, oder 39 hab ich's beendet, weil ich keinen Bock mehr auf Istra hatte. Okay. Istra ist groß. Istra ist sehr groß, also...
Ich mag's so nicht ganz so. Ja, mach du deinen Quark. Komm. Ach, komm jetzt. Na, warte mal, da gibt mir auch noch was. Ist das so, dass ich an? Okay. Komm, mach deinen Quark. Zweimal den gleichen Quatsch. Ah, siehst du das Ding? Hey, es hat geklappt. So, hast du dein Zeug? Ja. Die Quest auch? Ja. Dann los. So, lass schauen, gut. War das nicht die Vorquest für, Mystische Altar, oder? Nein, ich glaube nicht. Die war auch bei dem Typ da, oder? Echt, war die bei dem Typ? Oder war das ein anderes Haus? Ich weiß. Das kann sein, ich weiß es nicht. Ah nee, ich glaube, die fängt woanders an, aber geht dann wieder zu dem zurück. Ah, so rum war, okay. Ja gut, Leute, das war's heute schon. Ja, ihr werdet jetzt denken, der hat nur 3 Pants gemacht. Aber... Ah, wie gesagt, ich bin gerade nicht 100% motiviert. Aber ich mach trotzdem ab und zu jetzt noch Ruhen sie. Keine Sorge. Und wir werden auch mal ein bisschen Blödsinn reden. Heute war es mir einfach wichtig, dass wir mal ein bisschen ernsthafter mal die Sache angehen. Aber es wird auch wieder eine Zeit. Haben. Eben. Das darf man auch mal. Muss auch mal sein. Aber das nächste Mal kommt dann wieder. Das kommt dann wieder, keine Sorge. Gut, dann würde ich sagen, das war's für heute. Erstmal auch Dankeschön an unseren Starter-Stalker nochmal, dass du dabei warst. Und ich denke mal, man sieht sich sicher mit dich auch mal wieder in einem Let's Play dann hier. Sicherlich wieder. Also und hört dich auch. Sicherlich dann mal wieder. Ja, klar. Man kann das Thema ja gerne auch nochmal sonst nochmal aufschnappen, einen anderen Mal. Gibt ja sehr viel zu sagen, das haben wir jetzt halt bloß auch irgendwann mal gestoppt, weil wir es ja nur recht oberflächlich angekratzt haben erstmal. In der Hoffnung, dass GF doch mal irgendwas ändert. Zum Beispiel aber... die Apokalypse. Ja, genau. Genau so ist es. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Also mir persönlich hat sehr viel Spaß gemacht. Und zum Stock hoffentlich auch. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Stardust Warrior 33. Und der Typ, der nichts sagt.